Als Client Service Director sind wir, und das ist gemeinsam mit den Demos Account Managern, das Bindeglied zwischen unseren Kunden, einer Content-Produktion und der ausführenden Kräfte sozusagen. Das sind Dienstleister, die Medien, die wir produzieren, dann am Ende ausspielen. Also sprich, wir haben die Kunden, das ist da der kreative Ursprung. Wir machen die Content-Produktion und übergeben das an Mediaagenturen beispielsweise, die das dann ausspielen. Mit viel Koordination, mit viel Kommunikation. Wir sind sehr viel in Telefonaten, sehr viel in Gesprächen. Wir sind als die Account Manager und im Client Service diejenigen, die den organisatorischen Part haben, den planerischen Part haben und natürlich auch die Steuerung übernehmen, nicht nur die Steuerung des Kunden, auch die Steuerung intern der Produktion, weil wir diejenigen sind, die am Ende kreative Ideen umsetzen, und da bedarf es sehr viel Planung und sehr viel Genauigkeit, also sehr viel Kommunikation. Vielfalt. Vielfalt, weil wir in Content-Produktion, muss man sich vorstellen, wirklich von klassischer Content-Produktion, das sind Anzeigen, das sind Billboards, das sind ähnliche Dinge in Print oder ganz klassisch gesehen, geht es bis hin zur Filmproduktion oder Filmadaption, bis hin zu Virtual Reality oder Augmented Reality, alles und auch im Digitalen und vermehrt im Digitalen umsetzen kannst. Deswegen Vielfalt ist da wahrscheinlich das Stichwort. So, der klassische Weg in den Beruf des Client Service Director wäre wahrscheinlich, wenn man ein Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing macht oder eine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation. Aber in unserem Team sind auch Menschen mit Hintergrund Mediengestalter, Reinzeichner, Bildbearbeiter, also alles, was so ein bisschen mit dem Geschäft des Content-Produktion zu tun hat. Und ich persönlich bin da reingekommen, ich habe eine ganz klassische Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation gemacht, wie man es kennt, in alten Full-Service-Agentur. Bin dann aber in vielen Bereichen, habe mich ein bisschen breiter aufgestellt, bin in digitale Agenturen gegangen, bin in Social-Media-Agenturen gegangen, damit ich jetzt eben in dem Beruf, in dem den ich jetzt ausführe, ich das breite Spektrum habe, von der Klassik bis zum Digitalen. Und so bin ich in den Beruf gekommen. Wenn mein Job ein Getränk wäre, wäre es wahrscheinlich am ehesten ein Energy Drink. Aus zwei Gründen: man braucht viel Ausdauer und man braucht ein sehr hohes Energielevel. Klarheit, Offenheit und Struktur. Klarheit ist sehr wichtig in der Kommunikation, weil wir auf der einen Seite die Kunden, auf der anderen Seite die Produktion haben. Offenheit ist sehr wichtig, weil man sich von klassischer Produktion bis immer vermehrter digitale Produktion sehr tief einarbeiten muss und auch ein Interesse dazu braucht. Und Struktur, weil wir sehr viel planen und organisieren müssen, um schnell produzieren zu können.